Hallo Leute, da bin ich wieder. Jeder von euch kennt eine Büroklammer. Was passiert mit ihr, wenn man sie auseinanderbiegt und kaputt macht? Na was wohl? Sie ist kaputt. Nicht so diese Büroklammer. Sie ist aus Nitinol. Das ist eine Nickel-Titan-Legierung. Das nennt sich auch Formgedächtnislegierung. Ihr fragt euch natürlich, und was ist das Besondere daran? Büroklammer ist Büroklammer. Na schaut zu, ihr braucht nur warmes Wasser. Und schon verformt sie sich wieder in ihren alten Zustand zurück. Das könnt ihr immer wiederholen. Wenn die Büroklammer die Transformationstemperatur erreicht hat, verformt sie sich wieder in ihren alten Zustand zurück. Je nach Legierungsanteil ist die Transformationstemperatur verschieden. Bei dieser Büroklammer liegt sie bei ca. 45 Grad. Eine coole Sache, oder? So, das gleiche versuche ich jetzt mit dieser Nitinol-Feder. So richtig schön verformen und dann ab ins heiße Wasser. Und was passiert? Gar nichts. Und warum ist das so? Nein, die Feder habe ich nicht kaputt gemacht. Die Transformationstemperatur dieser Feder ist höher. Das heißt, wir brauchen mehr Hitze. Und mit einem Feuerzeug, wie ihr sehen könnt, klappt das wunderbar. Und der Ausgangszustand ist erreicht. Das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, bitte Daumen hoch und meinen Kanal abonnieren. Bis dann.